Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Logik. Ich sage extra nicht mehr Prädikatenlogik, weil wir damit eigentlich fast durch sind. Und heute machen wir jetzt Reduktionssysteme, weil ich habe einfach keine Lust mehr auf diese ganzen Kalküle. Die sind eh immer fast dasselbe und ja, wenn man eins kennt, kennt man fast alle. Also, wenn ihr noch Bock habt auf Kalküle und noch mehr darüber wissen wollt, es gibt noch haufenweise Kalküle. Und ja, dann schreibt mir das ganze Zeug in die Kommentare, was ihr genau haben wollt für ein Kalkül und dann schaue ich mal, ob ich das vielleicht machen kann. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Reduktionssystemen. Reduktionssysteme sind eigentlich ziemlich geil, weil wir sie eigentlich schon kennen. Und zwar könnt ihr euch das vorstellen als, okay, wir haben eine ganze Menge an Gleichungen, die nennt sich meistens irgendwie E, nicht M, warum auch immer nicht M. Und da drin sind jetzt solche Sachen wie, also es ist eine Menge und wir haben da drin Gleichungen. Zum Beispiel haben wir da X plus Y gleich Y plus X. Das kennt jeder, ne? Ist ja dasselbe, ob wir x plus y rechnen oder ob wir y plus x rechnen. Also zum Beispiel 5 plus 3 ist dasselbe wie 3 plus 5. Dann sind noch so Sachen drin wie zum Beispiel x plus y plus z ist gleich, ich schieb's gleich richtig. Dieses Komma heißt übrigens jetzt andere Gleichung, ne? Also nicht irritieren lassen. X plus y plus z ist dasselbe wie, Klammer auf, x plus y plus z. So, ist ja auch relativ klar eigentlich, also das kennen wir auch alle. Eigentlich relativ langweilig, ne? Aber was mache ich denn jetzt mit diesen Gleichungen? Naja, es gibt in Reduktionssystemen tatsächlich nichts anderes außer Gleichungen. Also es gibt kein und, kein oder, kein Implikation oder sonst irgendwas, kein xor, sondern es gibt nur diese Gleichheit. Und die Gleichheit ist ziemlich cool, weil damit kann man einige Sachen machen, zum Beispiel Gleichungen auf andere reduzieren und deswegen heißt das Ganze Reduktionssystem. Also ich mache euch kurz ein Beispiel. Wir sagen, okay, ich habe eine Gleichung, da steht jetzt, machen wir was Konkretes, da steht 5 plus 6 plus 3 und ich weiß, dass... Ich schreibe das mal hierher. Mir ist gegeben, also ich habe ein bisschen Vorwissen in Mathe und bin jetzt richtig schlau. Ich weiß, dass 5 plus 6 ist 11. Nein, halt, ich weiß, dass 6 plus 5 11 ist. 6 plus 5 ist 11, aber mehr weiß ich nicht. Ich weiß aber auch noch, dass 11 plus 3 14 ist. Aber ansonsten habe ich absolut kein Vorwissen über Mathe, weil ich zum Beispiel ein Computer bin, der noch nicht mehr gelernt hat. Und, also das ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Ich weiß natürlich mehr in Mathe und ich hoffe ihr auch. Und was man jetzt macht ist, naja, man weiß hier bei dieser Gleichung nicht weiter, aber man kennt ja diese Gleichungsdinger da oben. Und deswegen kann man hier einfach sagen, okay, 5 plus 6 plus 3, naja, das ist ja laut dieser zweiten Gleichung hier dasselbe, wie wenn ich die Klammern andersrum hinschreibe. Also sage ich, okay, es ist dasselbe wie 5 plus 6 ups, und dann plus 3. So, aber ich weiß ja jetzt nicht, was 5 plus 6 ist, denn ich weiß nur, was 6 plus 5 ist. Naja gut, dann nehme ich einfach die andere Gleichung, die hier drüben, und sage, okay, 5 plus 6 ist dasselbe wie 6 plus 5. Das weiß ich ja, denn x plus y ist dasselbe wie y plus x. So, aber bei 6 plus 5 weiß ich ja jetzt, dass es 11 ist. Und dann kommt raus, hier steht 11 plus 3. Also weiß ich 11 plus 3. Naja, aber 11 plus 3 kenne ich ja, das ist 14. Und somit habe ich diese Gleichung hier mit nur diesen beiden Gleichungen und dieser Gleichungsmenge hier drüben aufgelöst. Das machen wir die ganze Zeit eigentlich instinktiv. Das heißt, wir kennen Gleichungssysteme schon. Und was man jetzt allerdings aufpassen muss, ist, also ich mache das hier mal wieder weg, ich glaube, das Beispiel dürfte einprägsam genug gewesen sein, so simpel wie es war. Und das Wichtige ist jetzt allerdings, dass wir wissen, in welche Richtung wir wollen. Weil, ich mache es doch nochmal her. Ich könnte ja vielleicht auch andersrum gehen und sagen, okay, ich mache das nicht ganz so intelligent. Ich mache statt 5 plus 6 plus 3 so, dass ich das zu 5 plus 6 plus 3, also die Klammer vorne, umwandle, mache ich das andere hier, nämlich das hier x plus y gleich y plus x. Und dann sage ich einfach mal, okay, alles was in der Klammer steht, ist logischerweise ein Term. Und deswegen darf ich die auch umdrehen. Dann steht hier plötzlich 6 plus 3 plus 5. Ja, und jetzt habe ich verkackt.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weil 6 plus 3 kann ich nicht aufrechnen, wenn ich hier die Klammern tausche. Wissen wir ja, dass wir das dürfen hier, laut dieser Gleichung. Dann habe ich immer noch 3 plus 5 dastehen und mit 3 plus 5 kann ich auch nichts anfangen. Und ja, das heißt, ich drehe es wieder um. 5 plus 6 plus 3. So, jetzt bin ich aber wieder da, wo ich am Anfang war. Tja, dann wandle ich wieder um. Und dann sage ich hier wieder 6 plus 3 plus 5. Und ihr seht, wo das hinführt, das ist eine Endlosschleife. Das Ganze nennt sich, glaube ich, Oszillation. Also hin und her schwanken die ganze Zeit. Und das wollen wir natürlich nicht. Das ist ein Problem. Und deswegen gibt es für solche Reduktionssysteme bei jeder Gleichung eine Richtung, die wir angeben müssen. Und da sagen wir dann einfach, okay, statt x plus y gleich y plus x, sagen wir, ich darf mir eine Substitution wählen. Achtung, jetzt kommt wieder Substitution. Die nenne ich einfach mal s. Ja? Also meine Substitution heißt s. Und dann bedeutet a bildet ab auf b. Meistens steht hier noch eine 1, aber die lasse ich jetzt mal weg, weil ich hier gerade keine 1 schreiben kann. Also a bildet ab auf b bedeutet dann, ich schreibe hier mal so ein, ist dasselbe wie, wenn ich jetzt l und r, das ist ein l hier, ein kleines l, l und r aus e rausnehme, aus e, und s von l ist Unterterm von a. Also was das bedeutet ist, ich schreibe das mal so hin, ich schnapp mir einen Unterterm von a, also zum Beispiel nehme ich mir hier, ich habe eine Gleichung 5 plus 6 plus 3 und dann nehme ich mir einfach eine Gleichung aus e, die hat einen linken Teil, der hier, und die hat einen rechten Teil, der x plus y plus z Teil hier rechts, und diese Teile, die unifiziere ich jetzt mit 5 plus 6 plus 3. Und dann wäre hier die 5 das x, das y wäre die 6 und das z wäre die 3. Das bedeutet eigentlich dieses ganze Dings. So, und das muss jetzt ein Unterterm von a sein. Das heißt, das Ganze wäre auch noch gültig, wenn ich hier noch ein 4 plus vorne dran stehen hätte. Also 4 plus 5 plus 6 plus 3. Dann könnte ich immer noch sagen, x plus y plus z ist mein unifizierter Term hier. Und mein x ist immer noch die 5. Und ich ignoriere die 4 plus vorne dran einfach. Und kann das Ganze trotzdem noch machen. So, und dann bilde ich ab. Dann bilde ich ab auf b, sodass ich einfach sage, b ist dann der rechte Teil, der unifiziert wurde. Und zwar mit genau einem Term Sigma von, oder Sigma, oder s in dem Fall, s von r, ich schreibe das hier mal hin, s von r ist gleich b, sozusagen. Ist Unterterm von b. Und zwar genau an einer Stelle. Das bedeutet, ich schnapp mich hier aus, ich mache hier unten nochmal das größere Beispiel, 4 plus 6 plus, keine Ahnung, 5 plus 3. So, und jetzt habe ich hier meinen Unterterm, der hier, als x plus y plus z. Die 4 plus ignoriere ich jetzt. Deswegen ist es nur ein Unterterm. Das hier, das ganze Ding wäre a, dieses a hier. Und ich nehme jetzt diesen Unterterm und unifiziere das Ganze jetzt hier drüben. Das heißt, x ist 6, y ist 5, z ist 3. So, und jetzt ersetze ich genau einmal dieses Vorkommen hier von diesem Unterterm durch die Unifikation mit dem rechten Teil, also s von r. Also x war hier diese 6, y war 5 und z war die 3. Das heißt, mein b ist jetzt nur diesen Unterterm ersetzt, das heißt, die 4 plus bleibt stehen. Und hier kommt dann eben die Klammer hin als 6 plus 5 plus 3. So, also im Prinzip weiß man eigentlich schon, was es ist. Ich wollte euch nur diese komische Definition hier erklären. Und ja, wie gesagt, man hat immer noch dieses Problem mit diesem Hin und Her. Deswegen musste man hier noch ein bisschen was dran drehen. Und da gab es jetzt eben diese Lösung. Okay, wir sagen einfach, wir nehmen nicht alle Richtungen, also wir nehmen nicht B, kann ich auch auf A abbilden, sondern wir schränken uns ein auf eine Richtung. Das heißt, ich zeichne hier tatsächlich so ein Pfeil dran. Och Gott. Es ist wirklich schwieriger, als es aussieht mit der Maus. Ihr könnt es gerne mal selber probieren.
So, also ich zeichne hier quasi solche Pfeile dran und das sind dann die Dinger hier. Ich darf nur noch in eine Richtung. Und dann sagt man, okay, man kann einen Baum draus bilden. Also aus 5 plus 6 plus 3 darf ich einen Baum bilden. Wenn ich diese zwei Gleichungen jetzt auch noch ein E drin habe, dann kann ich da einen kompletten Baum drin darstellen. Und Bäume sind immer ganz cool, wenn man sie anschaulich darstellen kann. Das heißt, man sagt, ich nehme mal das hier. Und deswegen bin ich auch gerade in dem Programm und nicht in irgendeinem anderen. Man nimmt das, also diese Ursprungsgleichung, dann bildet man ab auf, ja, man könnte jetzt eben beide Richtungen machen und deswegen, ja, ich glaube, ihr wisst, wie man das alles, also wie man diesen Baum aufbaut. Und ich überspringe hier jetzt mal ein paar Schritte. Dann kopiere ich einfach mal den Teil hier noch raus und dann überspringe ich ein paar Schritte. So, und dann kommt es zu einer neuen Definition. Und zwar, wenn die beiden Teile unweigerlich hier unten bei 14, 14 war ja die Lösung, wenn diese beiden Teile von diesen Gleichungen alle beide wieder hier irgendwann enden bei der 14, hier geht es ja nicht mehr weiter, dann nennt man die Dinger konfluent. Also sozusagen zusammenlaufen. Konfluent heißt ja so viel wie zusammenlaufen, das ist einfach Latein. Hört sich cool an. Und ja, damit kann man dann arbeiten. Vor allem gibt es da noch eine zweite Definition, die heißt terminierend oder wohlfundiert. Und was das bedeutet, ist, es gibt keine unendliche Gleichungsmenge. Also sowas wie, was ich hier drüben gemacht hatte. 5 plus 6 plus 3 gleich 6 plus 3 plus 5 gleich 5 plus 6 plus 3 und so weiter und so fort. Das gibt es nicht. Das heißt, man definiert sich hier eine Richtung und es kann keine unendliche Gleichungsmenge entstehen. Und dann nennt sich das ganze Ding auch noch terminierend, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil es terminiert ja hier unten bei, Moment, bei der 14. Und ja, also aktuell könnte man noch hin und her oszillieren, habe ich es vorhin genannt. Und wenn es dann wirklich nur terminierend ist, weil ich nur noch in eine Richtung darf, dann nennt sich das ganze Ding terminierend. Genau. So, mit den beiden Dingern kann man jetzt arbeiten und solche Bäume herstellen. Übrigens nennt sich das Ganze dann auch, manchmal nennen sie es kanonisch. Ich weiß nicht genau, unter was für einen Namen ihr das gemacht habt, aber ich werde einfach kanonisch dazu sagen. Und was es jetzt bedeutet, ist, dass diese 14 hier unten eindeutig ist. Das hier ist eindeutig, weil ich habe ja ein terminierendes System. Und ich habe ein konfluentes System. Das bedeutet, es läuft alles zusammen. Und ich habe hier nicht irgendwie noch eine Abzweigung, sondern ich lande immer bei demselben Wert, nämlich bei der 14. Und das ist das Tolle dran. Das heißt, ich weiß, dass es so einen Endpunkt gibt, weil es gibt nichts Unendliches in dem ganzen System. Und ich laufe auf einen selben Wert zusammen. Das heißt, die 14 ist unweigerlich mein letztes irreduzibles Element. Und ja, die 14 ist dann sozusagen der Endpunkt. Und auch für alle Zwischenpunkte. Also hier steht ja noch was, hier steht noch was, hier und hier und relativ häufig dazwischen noch irgendwas. Für alle diese Endpunkte gilt auch, für alle diese Punkte gilt auch, dass sie zu dieser 14 kommen, weil es gibt ja keinen anderen Weg. Es gibt ja kein zweites Element. Wenn hier noch ein Element ist, naja, da das Ganze hier konfluent ist, also zusammenlaufend, dann muss das Element hier auch wieder hier dazulaufen zu dieser 14. Es sei denn, also es können unendlich viele, nee, es können nicht unendlich viele Schritte sein, aber es können ziemlich viele Schritte sein. Aber das ist völlig egal. Am Ende lande ich bei dieser 14 und von der 14 gibt es keinen Pfeil. Also die sind alle Pfeile hier, also das ist alles Pfeilspitzen, was ich hier gezeichnet habe. Von dieser 14 komme ich dann nicht mehr weg. Und das ist das Tolle dran, man weiß, man endet wirklich auf einem Element und man kann damit dann arbeiten. So, ja, so viel zu Reduktionssystemen. Die Reduktionssysteme werden relativ häufig im maschinellen Lernen dann auch gebraucht, weil man ja irgendwie von irgendein paar Gleichungen, die man halt gegeben hat, muss man ein paar andere ableiten. Das nennt sich dann eben Logik oder daraus bildet sich dann die Logik von dem ganzen System. Und ja. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Da gibt es dann Termersetzungssysteme, im Prinzip auch ein Teil davon, was wir jetzt gerade gemacht haben. Eigentlich war das, was wir hier gemacht haben, auch schon ein Termersetzungssystem, aber ist nicht so wichtig. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.